So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen uns heute einmal mit dem Entity Relationship Modell, kurz ER-Modell, beschäftigen und schauen, wie wir damit Datenbanken darstellen können. Beziehungsweise bisher haben wir Datenbanken ja nur in Tabellenform dargestellt. Jetzt wollen wir ein bisschen andere Darstellungsformen wählen und kennenlernen, um vielleicht auch einen besseren Überblick zu erlangen. Los geht's! So, los geht's. Wir starten damit, dass wir uns die verschiedenen Elemente und deren Darstellungsformen des ER-Modells einmal anschauen. Und dann gehen wir ein bisschen weiter, gucken uns ein komplexeres Beispiel an und vielleicht noch, wie wir dann wieder zurück zu den relationalen Datenbanken kommen. Aber zuerst die einzelnen Elemente des Entity Relationship bzw. ER-Modells. Sehen wir hier schon. Wir haben unterschiedliche Elemente, die auch unterschiedlich dargestellt werden. Zum einen sind das die Entitätsmengen. Als Rechteck dargestellt. Warum jetzt Entitätsmengen und nicht einzelne Entitäten? Das ist sprachlich, verwechselt man das häufig so ein bisschen und jeder weiß eigentlich, wenn man von Entitäten im ER-Modell spricht, dass Entitätsmengen gemeint sind. Aber fachsprachlich ganz genau sind es Entitätsmengen. Was verbirgt sich dahinter? Eine Menge von Realobjekten. Heißt nichts anderes, zum Beispiel ein Buch. Wir haben jetzt ganz viele Bücher. Das kann zum einen unser Schulbuch sein, unser Mathebuch, unser Informatikbuch, unser Biologiebuch, unser Deutschbuch. Aber es ist genauso gut ein Harry Potter Buch, ein TKKG Buch oder was auch immer du gerade als Buch im Kopf hast. Alles diese Bücher gehören zur Entitätsmenge Buch. Und die haben alle gemeinsame Eigenschaften oder Eigenschaften, die sie alle haben. Sie haben alle einen Titel, sie haben alle eine ISBN-Nummer und so weiter und so fort. Diesen werden dann alle in der Entitätsmenge Buch zusammengefasst. So, habe ich jetzt gerade schon von Attributen gesprochen? Genau. Diese Bücher haben Attribute, also haben Entitätsmengen theoretisch oder haben Attribute. Diese Attribute stellen wir also Ellipsen dar. Und die repräsentieren die Eigenschaften einzelner Entitätsmengen bzw. einzelner Entitäten der Entitätsmengen. Beim Buch, der Titel, die ISBN-Nummer und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch Beziehungen im Datenbankmodell, Beziehungen zwischen zwei Entitätsmengen. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal einen Online-Buchhandel überlegen, gibt es die Beziehung, ein Kunde bestellt ein Buch. Zwei Entitätsmengen, Kunde und Buch. Und die Beziehung dazwischen, dass der Kunde ein Buch bestellt. Und als Besonderheit noch, diese Beziehungen können auch wieder Attribute haben. Bei der Beziehung bestellt, die als Attribut der Anzahl, wie viele Exemplare dieses einen Buches bestellt der Kunde eigentlich. Das sind unsere drei grundlegenden Bausteine eines ER-Modells. Eine kleine Besonderheit kommt noch. Und zwar, wenn wir uns Beziehungen angucken, zwischen zwei Entitäten, haben diese Beziehungen noch eine kleine Besonderheit. Und das sind die Kardinalitäten. Was macht die Kardinalität nun aus? Wenn ich eine Beziehung habe, jetzt habe ich mal nicht Buch und Kunde, sondern Mitarbeiter und Projekt. Ich wollte einmal ein anderes Beispiel reinbringen. Dann wird ja ein Projekt häufig von einem Mitarbeiter geleitet. Und andersrum, ein Mitarbeiter leitet ein Projekt. So, wenn wir uns jetzt die Entität oder Kardinalitäten dazu angucken, zu der Beziehung leitet, dann ein Mitarbeiter kann beliebig viele Projekte leiten. Natürlich kann er nicht nur eins leiten. Aber ein Projekt wird immer von einem Mitarbeiter geleitet. Aber die 1 heißt jetzt einer oder keiner. In unserem Beispiel, ein Projekt kann von einem Mitarbeiter geleitet werden, maximal von einem, muss aber nicht, muss auch keine leitende Führungskraft dabei sein. Und dann kann, andersherum gesagt, wenn ein N steht, dann ein Mitarbeiter kann ein Projekt leiten, kann mehrere Projekte leiten, muss aber nicht, kann aber auch gar keins leiten. Okay? Also N kann einer, keiner, keiner, einer oder mehrere sein. Dann gibt es natürlich auch noch die M zu N. M wäre dann auch wieder keine, ein oder mehrere. Aber das, wie die ganzen Beziehungen sind und gucken uns mal alle Beziehungen an, dazu habe ich ein komplexes Beispiel rausgesucht, das schauen wir uns jetzt einmal an. Dafür gehen wir zurück zu unserem Online-Buchhandel. Und zwar in einem Online-Buchhandel, ich habe jetzt natürlich wahrscheinlich viel da irgendwas drin, aber es ist auf jeden Fall schon mal Anfang.
Ein Online-Buchhandel hat verschiedene Bücher. Diese kommen von Verlegen. Ein Buch kann von verschiedenen Kunden gekauft werden. Und ein Buch hat eine Darstellungsform auf der Webseite oder in dem Online-Shop. Das sind die Entitäten, die wir haben. Dann hat sowohl der Verlag als auch das Buch als auch der Kunde, die haben alle unterschiedliche Attribute. Auch als Ellipsen hier wieder dargestellt. Und da gibt es Beziehungen zwischen den einzelnen Entitätsmengen, zwischen Verlag und Buch, zum Beispiel die veröffentlichte Beziehung. Da sehen wir wieder eine 1-zu-N-Beziehung. Genauso sehen wir eine 1-zu-1-Beziehung zwischen Buch und Darstellung, Besitz. Ein Buch besitzt genau eine Darstellung. Eine Darstellung gehört genau zu einem Buch. Dann haben wir zwischen Kunde und Buch noch eine N-zu-N-Beziehung, nämlich ein Buch kann von beliebig vielen Kunden bestellt werden und ein Kunde kann beliebig viele Bücher bestellen. So, das fasst das Ganze zusammen. Eine kleine Besonderheit wieder hier. Manche Attribute sind fettgedruckt unterstrichen. Das sind die Schlüsselattribute. Kennen wir noch Primärschlüssel von relationalen Datenbanken. Was war das? Genau darüber wird eine Entität, also ein Objekt, genau und eindeutig identifiziert. Gibt es hier auch, muss es hier auch geben. Ehrlich. Zum Beispiel beim Verlag die V-ID, also die Verlags-ID, beim Buch die ISBN-Nummer. Gar nicht so schwer, so ein komplexes Beispiel. Das kriegst du auch hin. Kannst du auch vielleicht gerne mal selber so eine Datenbank, die du vorher erstellt hast oder dir ausdenkst, als ER-Modell darstellen. Was jetzt aber das Problem ist, dieses ER-Modell in Tabellen zu übersetzen. Warum in Tabellen? Weil Tabellen sind ja das, wie der Computer nachher arbeitet, wie der Server nachher arbeitet, wie nachher Datenbanken wirklich verarbeitet werden. Das ist ein Wunder, oder das hier ist eine wunderschöne Ansicht für uns. Damit können wir gut arbeiten, der Computer nicht so gut. Also brauchen wir irgendwie am besten Regeln, um von einem Modell, von dem ER-Modell, was wir haben, zu den Tabellen zu kommen. Und das sollte natürlich nicht immer anders aussehen, sondern wenn du das machst, sollte das gleiche Ergebnis rauskommen, als wenn ich das mache. Sonst wäre es ja irgendwie blöde. Passt nicht. Und ein Ziel sollten wir bei den beiden, oder verfolgen wir beide natürlich dabei, und das ist möglichst wenig Redundanzen. Das heißt, eine Anfälligkeit für Anomalien. Und das ist unser großes Ziel. Dafür gibt es 4 Regeln und die schauen wir uns einmal gemeinsam an, damit wir dann unser EMR-Modell, was wir haben, übertragen können in Tabellen. Wir gehen los. Das ER-Modell in Tabellen zu übertragen. Erste Regel, ganz einfach, betrifft die Entitäten. Jede Entität wird als eigene Relation übertragen. Relation, das ist einfach eine Tabelle. Ja, Fachsprache für Tabelle. Das heißt, jede Relation kriegt eine eigene Tabelle. Weiter geht's. Eine M-zu-M-Beziehung hatten wir beim Buch bei bestellt. Kunde, Buch. M-zu-M-Beziehungen als Besonderheit bekommen auch eine eigene Relation. Als Primärschlüssel dieser Relation gilt eine Kombination der beiden Primärschlüssel der beteiligten Entitäten. Klingt kompliziert, die werden ja als Fremdschlüssel eingefügt. Klingt sehr kompliziert. Schauen wir uns gleich in Ruhe einmal ein Beispiel an, dann wird es ganz klar. Nächste Regel. 1-zu-N-Beziehungen. Gar nicht so schlimm, werden nicht als Relation übertragen. Also keine neue Tabelle. Die Entität mit der Kardinalität N bekommt einen Fremdschlüssel hinzugefügt. Und zwar den Primärschlüssel der Entität mit der Kardinalität 1. Klingt kompliziert. Ist es gleich gar nicht. Beispiel abwarten. Dann geht's weiter. Eine letzte Regel haben wir noch. Die 1-zu-1-Beziehung. Da können wir ein bisschen was aussuchen. Ich sagte eben, wir dürfen nicht unterschiedliche Modelle haben. An der Stelle könnten wir leicht voneinander abweichen. Aber das macht gar nichts. Denn dort ist es so, dass wir von der einen Entität den Primärschlüssel nehmen und ihn als Fremdschlüssel bei der anderen Entität anfügen. Oder beziehungsweise bei einer Relation. Das ist das Einzige, wo wir Unterschiede haben können in der Regel 4. Ansonsten müssten wir exakt aufs gleiche Ergebnis kommen. Wenn du willst, kannst du jetzt schon mal unser Beispiel von eben, spulst ein bisschen zurück, versuchen zu übersetzen mit den 4 Regeln. Ansonsten geht es jetzt los und wir machen es einmal gemeinsam. Regel 1 geht es direkt ab. Was immer neu ist, habe ich gelb markiert. Jetzt ist erstmal alles neu. Deswegen erste Regel, ich gehe einen Schritt zur Seite. Dort übersetzen wir jede Entität als Relation.
Also jede Entität bekommt ihre eigene Relation. Ganz erster Schritt. Ne? Der Verlag bekommt eine eigene Relation und dabei ist die Verlags-ID natürlich das Schlüsselattribut bzw. der Primärschlüssel. Weiterhin gibt es Name, Sitz und Ansprechpartner. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Wenn auch noch weitere Attribute einfach übertragen. Und genauso beim Buch, beim Kunde und bei der Darstellungs-ID oder bei der Darstellung bzw. mit der Darstellungs-ID als Primärschlüssel. Gut, Regel 1 relativ klar, glaube ich. Machen wir weiter. Wie sieht das jetzt mit Regel 2 aus? Dort hatten wir die M-zu-N-Beziehung. Und die haben ja auch eine eigene Relation, das heißt eine Tabelle noch hinzubekommen. Das heißt, wir bekommen da hinten zwischen Kunde und Buch eine M-zu-M-Beziehung bestellt. Die Bestellt-Beziehung bekommt eine eigene Tabelle. Diese Tabelle, und jetzt wird es kompliziert, jetzt lesen wir es einmal durch und das Beispiel ist dann ganz einfach. Als Primärschlüssel bekommt sie eine Kombination der beiden Primärschlüssel der Entitäten als Fremdschlüssel. Naja, okay, was heißt das? Unsere neue Relation bekommt als Primärschlüssel die Kombination der beiden Primärschlüssel der Entitäten. Okay, Buch, Primärschlüssel, ISBN. Kunde, Primärschlüssel, Benutzername. Die beiden zusammen kommen als Fremdschlüssel in unsere Relation, als ISBN und Benutzername, und sind da als Kombination zusammen der Primärschlüssel. Okay, wunderbar. Ein weiteres Attribut haben wir noch, das steht ja auch direkt an der Beziehung dran, nämlich die Anzahl. Die kommt als einfaches Attribut hinzu. Und dann sind wir auch schon fertig, weil nur in den ersten zwei Regeln kam ja eine Relation dazu. Das heißt, wir haben jetzt alle Tabellen, müssen nur noch die anderen beiden Beziehungen abarbeiten. Wir machen weiter mit der dritten Regel. 1-zu-N-Beziehung. Da bekommt die Entität mit der Kardinalität N. Wo ist das überhaupt? Es ist zwischen Verlag und Buch. Das heißt, ein Verlag kann beliebig viele Bücher rausbringen, aber ein Buch kommt genau von einem Verlag. Das ist relativ klar und eindeutig. Und das Buch ist ja, die hat ja die Kardinalität N. Also bekommt das Buch als weiteren Fremdschlüssel, den Primärschlüssel, vom Verlag, die Verlags-ID. Und das habe ich auch schon in Gelb hier angezeigt. Das Buch bekommt als weiteren Fremdschlüssel den Primärschlüssel vom Verlag. Wunderbar, 1-zu-N-Beziehung abgehakt. Jetzt da 1-zu-1-Beziehung. Und da habe ich ja gesagt, das ist so der einzige Punkt, wo wir unterschiedlich sein könnten. Wir haben eine 1-zu-1-Beziehung, und zwar zwischen Buch und Darstellung. Und das ist, oder besitzt, diese Besitzbeziehung, das läuft so ab, dass wir uns eine Entitätsmenge nehmen und dort den Primärschlüssel der anderen Entität als Fremdschlüssel einfügen. Ich habe mir die Darstellungsentität genommen und habe dort den Primärschlüssel des Buches eingefügt, die ISBN-Nummer. Das könntest du jetzt andersrum gemacht haben, beides vollkommen richtig. Wie gesagt, da ist der einzige Punkt, wo wir unterschiedlich sein könnten. Ansonsten dürftest du exakt das gleiche Bild haben, wie es jetzt hier auch zu sehen ist. So, hast du noch irgendwie weitere Fragen? Möchtest du noch was wissen? Dann schreib doch gerne in die Kommentare, melde dich bei mir. Auch wenn du Wünsche zu weiteren Videos hast, zum Bereich der Informatik oder auch zu Mathematik, schreib doch einfach. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.